Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hier ist schon mal das Heu. Könnt ihr schon mal anfangen, ein bisschen was in die Säcke rein? Hier rein. Ja, genau. Stopft mal ein bisschen was rein und dann hole ich noch Fleisch. Einfach mal. Die RTL-Nord-Moderatorinnen Linda Mürz und Susanne Böhm haben die Patenschaft für Hagenbecks Tierbabys Anuschka und Vitali übernommen. Schon bei ihrer ersten offiziellen Amtshandlung haben die beiden Medienprofis richtig viel Spaß. Tigerpaten? Da dürft ihr euch nicht so haben. Zum bevorstehenden Weihnachtsfest packen sie ihren Patenkindern schwergewichtige Säcke mit gehaltvollem Inhalt. Als Vegetarierin tut sich Linda zwar etwas schwer, hat aber eine Überraschung parat. Wir haben nämlich gelernt, dass Tiger erstaunlicherweise auf Parfum stehen. Wussten wir auch nicht vorher. Deshalb sprühen wir jetzt die Säcke noch ein bisschen mit Feinwürmern. Großzügig verteilen die beiden den Duftstoff auf den fertig gepackten Jutesäcken. Eine Maßnahme, die auch die Tierpfleger ab und zu anwenden, um ihre Schützlinge zu beschäftigen. Auch die Dekosterne, die das Außengehege verschönern sollen, werden noch kräftig eingesprüht. Wir dekorieren das jetzt ein bisschen schön. Ihr geht nach vorne und guckt euch den Spaß einfach an. Ne? Genau. Okay. Zusammen mit Tierpflegerkollege Ben Mirgel werden die fertig gepackten Säcke, die duftenden Dekosterne und die bunt verpackten Pakete im gesamten Gehege verteilt. Dann geht der Schieber auf und Familie Tiger erstürmt ihr weihnachtlich geschmücktes Gehege. Während die Jungtiere den bunten Eindringling noch skeptisch beäugen, lässt Mama Maruschka sich von dem unwiderstehlichen Duft aus dem Inneren des Kartons leiten und öffnet geschickt das Care-Paket. Während die beiden Tigermädchen spielerisch um die gleiche Beute ringen, macht Papa Jascha allen schnell klar, ich bin der Chef, geteilt wird nicht. Also ich fand Tiger immer schon ganz toll und dass wir wirklich jetzt hier in den Tierpark gehen können und sagen können, das ist mein Patenkind, das finde ich unheimlich schön. Also alle Kollegen sind total neidisch auf uns, also wir laufen durch die Redaktion und da kommt wirklich gerade von allen Seiten, oh wie toll. Natürlich hat das auch einen ernsteren Hintergrund, also wir freuen uns auch einfach den Tierpark und den Tiger damit unterstützen zu können, weil es auch einfach toll ist, dass die vier jetzt geboren sind, das hat ja auch lange genug gedauert und wir fühlen uns auch unheimlich geehrt einfach. Ich habe aber gehört, wir haben auch die ein oder andere Verpflichtung, ja. So Gehege kehren und sowas. Also, Kevin hat schon angedroht, wir müssen putzen kommen. Ich finde, das ist aber auch gerechtfertigt. Ja, ne? das machen wir gerne. Wir haben uns gleich aufgeteilt. Ich wollte einen Jungen, sie wollte ein Mädchen. Genau. Und irgendwie sprang mich der Name Vitali gleich an. Und es wurde uns ja gesagt, also Anuschka ist so ein bisschen introvertierte und in sich ruhende. Vitali ist der so ein bisschen immer sich auch so als Einzelgänger verhält. Es sind so Eigenschaften, die wir von uns gar nicht kennen. Und vielleicht lernen wir noch was von den beiden. Genau. Was Mama vormacht, wird von ihrem Nachwuchs sofort kopiert. Keiner der duftenden Papiersterne ist vor dem Spieltrieb der neugierigen Tigerwelpen sicher. Doch das Feld ist bestellt. Jetzt kann Weihnachten kommen.